Hallo, hier ist der Joost. Das ist meine Frau für den Klaus L. Müller für seine 5000 plus Abo-Giveaway. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät, macht aber nichts, weil war keine Pflicht. Ja, mein Kommi steht schon lange unter dem Video. Ich werde euch das verlinken. Ich denke mal, bei 5000 Abos, wer mich kennt, kennt den Klaus. Wer ihn noch nicht kennt, es geht alles um Gentleman-Messer, kleine Messer, Gentleman im Moment, Kombination, sprich Uhr, Stift, im besten Fall eine Lampe noch und ein Messer. Also wer ihn absolut noch gar nicht kennt, unten in die Videobeschreibung. Ja, ich war lange weg. Ja, 2020 ist bis jetzt nicht so mein Jahr. Erst einmal so einen kleinen Schock erlitten. Ja, dann wurde ich noch von einer krassen Grippe heimgesucht. Jetzt bin ich wieder fit. Also, ich hoffe, das bleibt erstmal so. Und darum ist es ein bisschen später geworden, aber ist nicht schlimm. Wir hatten keine Vorgabe für ein Video, weil, wie gesagt, ist keine Pflicht. Ja, ich werde euch eben kurz ein Messerchen zeigen. Dann mein Lieblings-EDC-Gegenstand. Und noch eine Uhr. Vielleicht ist ja was für einen Klaus dabei. Wir sollen die Videos noch nicht zu lang halten. Darum fangen wir direkt mal an. Ich wollte eigentlich nur mal mein Hinderer in die Kamera halten. Weil ich finde es einfach richtig genial ist es geworden. Ich muss mal eine Taschenlampe haben, weil wir haben jetzt hier nicht mehr eine schwarze Scale. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Da sind jetzt blaue Pigmente drin. Ja, der Sven brauchte seins nicht mehr. Ich denke mal, ihr wisst, wem ich meine. Im Tageslicht, im hellen Tageslicht sieht man es. Jetzt wirkt es schwarz, das finde ich cool. Ja, der kleine Kopf hier, Silber, das ist, ich glaube, bei Rivers and Rocks geholt. Ist ja nur die Platine ohne die Schraube mit dem Kopf da drauf. Ja, ist im Grunde ist es heftig. Also man kriegt für das Teil ein Tenacious, Spyderco Tenacious und eine Schachtel Kippen. Aber er sieht, finde ich, sehr geil aus. Ja, im Grunde weiß man nie, ob man fertig wird bei Hinderer. Ja, wenn man irgendwann mal vielleicht mal einen Clip sieht, dann kann man jetzt noch nicht sagen, dass man fertig ist. Das Messer läuft sehr geil. Ich habe jetzt Blue Loop. Ja, bin ich gerade am Ausprobieren. Aber ein Para 2 habe ich jetzt schon ein paar Tage drauf. Läuft immer noch wie am ersten Tag. Das habe ich jetzt erst heute eingeschmiert damit. Aber anscheinend wirkt es ganz cool. Ich bin mal gespannt. Nee, wollte ich nur einmal zeigen. Sieht cool aus. Ich hatte mir auch einen Stopp-Pin bestellt über eBay in Blau. Ja, aber der passte irgendwie nicht. Ich denke mal, wegen der anderen Generation. Das ist ja Generation 4. Ja, das ist natürlich schade. Gut, Hinderer. So, jetzt mein Lieblings-EDC-Gegenstand, den ich eh immer bei habe, ist mein Hinderer hier Heavy Duty Pen in Edelstahl mit diesem Spiral. Zack. Spannung ist stark, aber man braucht sich absolut keine Sorgen machen, ja, dass man den verliert. Rein geht er auch noch gut. Von daher, hier musste man nur die Kappe abdrehen. Zack, zack, zack. Ich habe hier auch mal einmal ganz kurz. Oh, das kann man hier so schön hinstellen. Also schreibt sehr weich, finde ich. Ist ein angenehm, also es liegt so angenehm hier so hin, zack. Die Größe gibt es natürlich auch in
Titan und ich glaube Kupfer, naja, nicht Kupfer, Bronze, glaube ich. Ja, die Größe, das ist jetzt, ich habe jetzt mal geguckt, dass ich keinen habe hier mit viel Werbung, aber die haben alle ungefähr diese Größe, da kann man einfach mal gucken. Ja, also, das ist eigentlich so groß wie ein handelsüblicher Kugelschreiber. Ja, natürlich kann man sagen, oh nee, da muss ich ja erst aufdrehen und dann kannst du was schreiben. Das ist ja nicht, da gehen ja viele andere Stifte schneller. Ja, dann dazu sage ich, da macht man was falsch, weil das ist, also wer so ein stressiges Leben hat, der sollte mal darüber nachdenken, ob er da nicht mal was ändern sollte. Weil ich denke mal, die paar Sekunden, wo man eine Kappe abmacht und zack, 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 die sollte man haben. So, und meine neueste Errungenschaft, eine Uhr. Im Grunde nichts Besonderes, ist eine Casio, kostet auch nicht viel. Im Normalfall, ich sag mal, unter 80. Ich hatte jetzt mal wieder Glück, weil die gibt es nämlich auch in wesentlich kleiner für die Dame. Die hatte ich schon mal für meine Frau geholt. Jetzt habe ich das Glück gehabt, sie gibt es mit weißem Ziffernblatt, blauem Ziffernblatt und halt in schwarz. Ja, und man kann es da schon lesen. Casio, Saphire. Ja, wir haben hier Saphir Glas. Ja, absolut kratz. Unempfindlich und das finde ich gut, weil ich habe immer ein Pech. Ja, also ich hau mir immer einen Kratzer in meine Uhren. Ich muss da besonders aufpassen. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann zack. Ja, ich persönlich musste jetzt drei Glieder rausnehmen. Das sind diese, da muss man da rein und hört sich jetzt leicht an. Das dauert ein bisschen, dass man so rauszieht und dann kann man es rausnehmen. Ja, nee, finde ich eine coole Uhr. Wir haben einen Glasdurchmesser von 3,5 cm, also ist keine Riesenuhr. Darum ist so ein bisschen, ja, eigentlich theoretisch gesehen mir schon fast zu edel. Optisch gesehen, ne? Vom Preis natürlich, ja, da hat der Klaus L. Müller andere Uhren, aber vielleicht ist es ja trotzdem was für ihn. So, das war es im Grunde schon. Ihr guckt beim Klaus rein. Klaus, 5000 Abonnenten. Ja, Glückwunsch dazu. Also sind schon wesentlich mehr. Du hast eine coole Sparte, sag ich mal, mit deinen. Ja, mit deinen Messerchens. Das ist natürlich cool, wenn man dann ja, bei dir ein bisschen gucken kann, alles mal, was mal ein bisschen kleiner ist, wenn man mal was Kleineres sucht. Und vor allen Dingen meistens natürlich auch, was man mitführen darf. Das ist natürlich cool. Und darum wünsche ich dir natürlich mindestens doppelt so viele nochmal. Und ich denke mal, da wirst du auch irgendwann hinkommen. Es wird ja stetig wachsen. So, dann bedanke ich mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.